So, mit der Blutbehälter hier. Mit der Virenbehälter. Können wir ja jetzt eigentlich ins Labor. Eigentlich. Wieder so voll stimmungsvoll die Musik. Wir haben null, was gerade nichts Besonderes ist. Und ja, das brauchen wir. Sehr schön. Analyse von Virusproben. Wenn man die falsche hat, kann man es so wieder rausnehmen. Aber ich hoffe mal, das ist das Richtige. Sehr schön. Ja, bei uns ist vielleicht kein Virus, aber hier drin ist ein Virus. Yay. Das ist sehr schön. Denn Munition brauchen wir. Virus-Kultivierungsraum. Verschlossen. Braucht den Auswärtsdynamo nicht. Haben wir auch nicht. Der lebt doch bestimmt. Sehr schön Munition. Ist jemand drin? Hier ist eine Hand. Ich wusste es. Aber das hat sich ja gelohnt. Hochgeschwindigkeitszentrifuge. Okay. Ich weiß noch nicht, für was wir die brauchen. Aber unser Kollege da unten, ich mag ihn nicht. Virusbeobachtungsraum, okay. Thomas Tagebuch. 3.5.1985. Sonnig. Ich hätte nicht gedacht, dass mein Plan genehmigt wird. Allerdings, Thorn ist ehrlich ein Mann der Tat und sagt, großen Respekt für die professionellen Meinungen,
Viel besser als der letzte Direktor. 3.3.1986. Bewölkt. Bewölkt, wir hätten den Togo-Stamm nicht auslöschen sollen. Die Menschen, die zu ihrem Blut passen, sind super selten. Wir müssen mehr Faktoren berücksichtigen, wenn es um Entscheidungen geht. Der 5.1. Der 1.5. 1986, regnerisch. Nun, dies ist ein Tag, an dem es sich zu feiern lohnt. Wir haben eine Variante des Virus aus dem Wirt extrahiert und in Europa genannt. 25.8.1987. Europa passt sich gut an die Umgebung an, wie wir es erwartet haben. Aber genauso wird es die Intelligenz infizierter Personen verringern und ihr gewalttätiges Verhalten dramatisch steigern. Wir haben ein Experiment entworfen, um diese Tatsache zu bestätigen. Es öffnet sich eine Tür, wenn jemand auf einem Trittbrett steht, nicht in der Nähe der Tür, aber diese Tester wollen unsere Forscher nun nur unerbittlich vor der Tür angreifen. Sie haben nicht bemerkt, dass es eine Möglichkeit gibt, die Tür zu öffnen. 11.3.1989. Bewölkt, wir brauchen einen besseren Wirt mit mindestens 90% Blutübereinstimmungsgrad, um die Virusvariante zu verbessern. Unser erster Wirt hat nur 63%. Wir müssen dieses Problem irgendwie lösen. Eine interessante Entdeckung. Wenn diese infizierten Tester nach ihrem Tod erneut auf das Europavirus stoßen, werden sie wieder aufstehen. Ohne einen besseren Wirt können wir keine Fortschritte erzielen. Vielleicht kann ich mit der Pflanze, die ich gerade studiere, einen Durchbruch erzielen. Ein Durchbruch? Pflanze? Naja. Brauchen es das Grüne. Hallo. Der lebt doch bestimmt auch, oder? Yep. Hier ist ein Kräuterli. Ein Kräuterli. Ein bisschen angeschlagen sind wir ja auch. Für den Fall der Fälle. Mann, die halten aber trotzdem noch genug aus. Dynamit. Okay. Hier ist auch einer. Hier unten. Die ist einer Testperson. 1998. Diese Arschlöcher quälen mich lange genug. Ich vermisse mein Bett unter dieser Brücke. 1998. Diese Zellwände sehen alle wie alt und zerbrechlich aus. Vielleicht finde ich einen Weg, sie zu zerbrechen. 1998. Glücklicherweise gelang es mir, etwas Dynamit zu stehlen, während sich die Wachen um die Kisten bewegten. 1998, Gott verdammt, 105 hat meine Zünder geklaut. Ich muss einen besseren Ort finden, um meinen Dynamit zu verstecken. 1998, scheiße, sie haben mich in eine andere Zelle verlegt. Hurensöhne.
Okay. Also hier das Dynamit. Aber der Zünder fehlt fürs Dynamit. Ach, hier fehlt das Rohr. Das erklärt zumindest wegen der Zentrifuge, dass wir das Material dann einfach holen und ja. Da können wir uns erstmal darum kümmern, dass das Feuer jetzt ausgeht. Vielleicht ein bisschen Munition. Munition? Also ich hätte ja nichts dagegen, würde ich mal jetzt so ganz behaupten. Ganz stark. Den brauchen wir gerade nicht. Dynamit brauchen wir gerade nicht. Ein Kraut würde ich nehmen, die Patronen würde ich jetzt nehmen. Aber wir haben ja auch noch. Wir haben unsere Blutschlauch. Den könnten wir wahrscheinlich da in die Zentrifuge. Und hier ist auf jeden Fall Schießpulver. Kaufen. Kombinieren. Kombinieren. 65, 75. Hat sich, würde ich mal, ja, es hat sich gelohnt, würde ich mal so sehen. Nutzen. So, wir wollten ja. Wir brauchen ja das Rohr. Das Rohr, das ja, Wasserleitung. Wir sind okay. Aber was wir auch machen könnten. Bitte setzen Sie den Virus ein, der freigelassen werden soll. Okay. Verschlossen. Der bringt uns also erstmal nichts. War nicht hier unten einer? Ja, hier ist noch. Sieht man aber so schwer. Erstmal die Wasserleitung. Schadet nicht. Ein bisschen Kraut schadet nicht.
So. Sehr schön. Bleibt das jetzt so? Ja, scheinbar bleibt das jetzt so. Ja, nehmen wir mit. Wir brauchen immer noch einen Zünder. Aber wir haben ja hier, nein, hier nicht. Wir haben da drüben eine Zentrifuge. Oh, nur Moment, du. So, dann mach weiter hier im Text. Mal schauen, ob das das Richtige ist. Scheinbar nicht. Und wir können ja jetzt eh nicht mehr oben durch. Das soll aber eigentlich recht sein. Alles mit. Was wir nicht brauchen, brauchen wir nicht. Zentrifugiertes Äquatorvirus. Mir ein bisschen Blut. Und das in die Zentrifuge. Schade. Aber ein Versuch wert. Wir haben. Lösungsmittel haben wir noch. Und eine blaue Flüssigkeit hätten wir auch noch. Das hier. Und das hier. Kombinieren. Okay, jetzt haben wir was Neues. Kombinieren. War das nun richtig? Europavirus. Haben wir den Europavirus also. Hallo.
schön. Ja. Dich habe ich nicht gesehen, muss ich mal so sagen. Aber dich hätte ich gesehen. Sehr schön. Und ein paar Patronen. Ah, hier ist was. Sehr nice. Wahrscheinlich müssen wir das einfach darauf legen, aber wir brauchen die Batterie. Okay. Da ist auf jeden Fall irgendwo was, was wir brauchen. Und ohne Batterie komme ich hier nicht weiter. Verbrennungsraum und die Leichenhalle. Okay. Der beste Ort, um sich wohlzufühlen. Das kann weg, das kann weg. Ich würde jetzt glatt sagen, wir nehmen eins. Sehr schön, die Batterie haben wir. Kostet zu viel. Vor allem, wir haben ja noch nicht mal diesen Teil. Naja, was soll's. Man kann ja nicht alles haben. Erstmal die Batterie. Verbrennungsofen. Okay, das ist jetzt... Ah, ich sehe schon. Es ist doch eine andere Lösung, als ich erwartet habe. So, und rein. Was haben wir denn hier? Griff. Für was auch immer der Griff ist. Wir haben den Griff.
Ja, ich weiß gerade nicht viel, was der ist. Türgriff oder wie? Aber hier ist auch kein Zünder oder sowas. Und es hieß ja eigentlich in seiner Zelle, also müsste. Es gibt einen großen Riss an der Wand. Sieht instabil aus, aber ohne Zünder können wir halt nichts machen. Ja, ohne Zünder können wir hier halt nicht viel machen. Und das, was den Zünder angeht... Gott verdammt, hat mein Zünder geklaut, ja, 105. Aber wer ist 105? Ist das 105? Aber den können wir halt nicht irgendwie... Der tut nichts. Und hier Leichenhalle im Moment. Können wir vielleicht... Haben wir irgendwie die Leichenhalle? Sieht nicht danach aus. Der Förderband funktioniert nicht. Es fehlt ein Griff. Der Griff. Zünder, sehr schön. Langsam fügt sich das Puzzle. Das Dynamit ist ja wieder... Ach, nö. Wir brauchen das hier nicht. Aber wir brauchen das Dynamit. Und das Feuerzeug. Ja, hier ist das Dynamit. Kombinieren. Jetzt haben wir ein Dynamit, was funktionsfähig ist. Bestimmt wird dann hier unser Kollege nebenan wach. Okay. Der schläft weiter. Was sagt unsere Gesundheit?
Die ist noch okay. Ja. Ich hätte es erwarten sollen. Ein Zombie-Überfall in der Leichenhalle. Die Federmaske. Okay. Naja, der macht wenigstens nichts. Dann haben wir die letzte Maske, würde ich mal sagen. Mit der letzten Maske können wir dann, ja. Und wir haben ja auch schon was, welche Maske. So, ja. Nee, wir müssen hier nicht mehr lang. Wollte hier schon. Wir müssen in die Leichenhalle. Ja. Nein, Kollege, ich habe keine Lust auf dich. Die Munition, also die Patronenhülsen. Die Hülsen nehme ich noch mit. Damit sollte das Labor ja eigentlich fertig sein.